Donald Trump ist es, KuchenTV ist es und Albert Einstein war es. Hochbegabt. Und ob du oder einer deiner Freunde ebenfalls hochbegabt ist, das kannst du jetzt ganz einfach herausfinden, indem du den folgenden höchst seriösen Test absolvierst. Bevor wir mit dem Test an dieser Stelle nun aber beginnen, solltest du dieses Video mit einem Daumen nach oben bewerten. Und? Hast du das gemacht? Wenn ja, dann endet der Test an dieser Stelle auch bereits für dich. Denn Videos positiv zu bewerten, ohne sie vorher gesehen zu haben, ist ein Zeichen von blindem Gehorsam und keinesfalls ein Zeichen von Hochbegabung. Oder schreibst du auch 5-Sterne-Rezensionen zu Büchern, nur weil dir der Titel gefallen hat. In diesem Fall bist du also so weit entfernt von einer Hochbegabung, wie das Kind, was in diesen rostigen Van steigt, von Süßigkeiten und einem echten Babyhasen. Hä, wie meinst du das? Nächste Frage. Stell dir vor, du bist ganz alleine im Wald wandern und merkst dann nach einiger Zeit, dass du dich verlaufen hast. Du läufst also weiter und triffst nach einiger Zeit auf die folgende Weggabelung. Welchen Weg nimmst du? Richtig. Natürlich gehst du einfach den Weg zurück, auf dem du gekommen bist. Hast du dich hingegen für eine der beiden Weggabelungen entschieden, dann bist du leider nicht hochbegabt und endest wie die Comicfigur, die tragischerweise vom Schweinebärmann gefressen wird. Für dich endet der Test an dieser Stelle also schon, während er für alle anderen weitergeht. Und zwar mit einem motorischen Test, welcher deine Augen-Hand-Koordination überprüfen soll. Dafür benötigst du an dieser Stelle ein Blatt Papier und eine Schere. Pausiere das Video an dieser Stelle also, bis du alle Materialien beisammen hast. Hast du die Materialien jetzt also vor dir liegen, dann geht es weiter. Zuerst einmal schneidest du das Blatt Papier, wie im Video gezeigt, an 3 Stellen ein. Pausiere das Video immer, bis du mit dem derzeitigen Schritt fertig bist. Hast du das geschafft, geht es weiter. Als nächstes knickst du nun alle so entstandenen Ecken, wie im Video gezeigt, ein. Hast du auch das geschafft, so faltest du jetzt noch die beiden übrigen Seiten zur Hälfte und faltest dann auch noch die Kanten an den Spitzen ein. So, und schon hast du es geschafft. Du hast soeben 2 Minuten deines Lebens damit verschwendet, einen Papierpenis zu falten, anstatt an einem Heilmittel für Krebs zu forschen. Aber mach dir nichts draus, denn auch wenn der Test an dieser Stelle für dich endet und du nicht hochbegabt bist, so hast du jetzt immerhin schon mal ein tolles, selbstgebasteltes Geschenk für den nächsten Geburtstag deiner Oma. Ja, geil, sowas wollte ich schon immer mal haben. Danke, mein Schatz. Wer bist du eigentlich? Für alle anderen geht es jetzt weiter. Beantworte folgende Frage, über die sich Wissenschaftler bereits seit vielen, vielen Jahren streiten. Heißt es die, der oder das Nutella? Richtig, es heißt natürlich die Nutella, denn wie jeder Hochbegabte weiß, handelt es sich bei dem Wort um eine Ableitung des Wortes die Nutte. Kommen wir jetzt zu einer kleinen mathematischen Fragestellung. Ein Zug fährt mit einer Geschwindigkeit von 120 km pro Stunde von Aachen ins ungefähr 240 km entfernte Paderborn. Frage: Wie lange braucht der Zug? 2 Stunden, sagst du? Falsch, denn diese Frage lässt sich nicht beantworten, da es sich bei dem Zug um ein Fortbewegungsmittel der Deutschen Bahn handelt und uns nicht gesagt wurde, wie viele technische Defekte und plötzliche Warnstreiks der GDL auf der Strecke stattfinden. Nur ein Hochbegabter hat diese Parameter in seiner Denkweise berücksichtigt und ist zur richtigen Lösung gekommen. Kommen wir zum nächsten Test. An dieser Stelle seht ihr in der Ecke unten links einen Countdown. Sobald der Countdown runtergezählt hat, pustet ihr bitte einmal sachte gegen den Bildschirm. Super, du hast es geschafft, gegen einen Bildschirm zu pusten. Damit bist du jetzt allerdings nicht hochbegabt, sondern zeigst an dieser Stelle lediglich, dass du über minimale motorische Kompetenzen verfügst. Solltest du an dieser Stelle jedoch nicht gegen deinen Bildschirm gepustet und diesen absolut einfachen Test von daher nicht bestanden haben, so kann ich an dieser Stelle nicht nur keine Hochbegabung feststellen, sondern muss dir darüber hinaus noch einen akuten Förderbedarf attestieren. Aber hey, keine Angst, du kannst immer noch Gangster-Rapper werden. Kommen wir zum letzten Test. Für diesen Test musst du lediglich... Hey, du bist ja immer noch dran. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle Tests bestanden und bist somit hochbegabt. Ich überreiche dir hiermit diese wunderschöne, höchst seriöse Urkunde. Du darfst sie natürlich gerne vom Bildschirm abfotografieren, ausdrucken und mit in deine nächste Bewerbungsmappe stecken. Wenn dich dann niemand einstellt, dann weiß ich auch nicht.